Ist das der beste tragbare Bluetooth-Lautsprecher im Jahr 2020? Dieser mittelkleine bzw. mittelgroße Bluetooth-Lautsprecher wird von sehr, sehr, sehr vielen Leuten hart gefeiert, wirklich gefeiert, dass er so unglaublich gut sein soll. Es ist die größte Variante, es gibt auch kleinere, das ist der PL7 von LG. Ich konnte nicht widerstehen, ich habe ihn mir geholt. Ich brauche zwar nicht unbedingt einen neuen Bluetooth-Lautsprecher, aber wenn er wirklich so gut ist, wie alle sagen, dann hat es sich definitiv gelohnt und ich freue mich extrem aufs Ausprobieren. Bevor wir starten, hier noch ein paar Features vom Lautsprecher. Also er hat eben dualen Bass, das heißt auf beiden Seiten kommt Bass raus. Die Dinger bewegen sich aus, soweit ich weiß. Er hat einen Sound-Boost-Mode, angeblich 24 Stunden Akkulaufzeit, das hängt sicher sehr stark davon ab, wie man Musik hört. Multicolor, diese Ringe können eben verschiedenen Farben leuchten. Man kann mehrere bis zu 100 Stück miteinander von denen verbinden und sie spielen dann alle gleichzeitig ein Lied. Wenn man einen LG-Fernseher hat, dann kann man ihn eben super verbinden, auch als Surround-Sound. Er ist IPX5 wasserdicht und es gibt eine App für ihn. Das Wichtigste ist, wie er klingt, darum öffnen wir gleich einmal die Box und schauen rein. Okay, hier begrüßt uns gleich einmal etwas Styropor. Das ist ungewöhnlich. Hier ist der Lautsprecher. Der ist ganz schön schwer, was habe ich mir eh schon gedacht bei der Box. Ein bisschen Altpapier und sonst ist da nichts mehr drinnen. Das Ganze ist ein USB-C-Kabel, USB auf USB-C. Das heißt, der Lautsprecher hat USB-C, das ist schon mal sehr gut. Der ist wirklich schwer, das sollte man nicht unterschätzen. Hier steht ganz groß X-Boom drauf und man sieht, die Oberfläche nimmt sofort jeden Tapser komplett auf. Es ist eine gummierte Kunststofffläche. Sehr, sehr angenehm, sehr, sehr wertig. Wenn der Lautsprecher dann vor einem steht, hat man hier oben die verschiedenen Knöpfe, also Akkustatus, Ein-Aus, Bluetooth, Leiser, Lauter, Play-Pause, Sound-Boost. Hier haben wir noch einen Multiknopf, einen Dual-Knopf, Licht zum Einstellen, USB-C wie vermutet, AUX und USB 5 Volt, 1,5 Ampere. Das heißt, der Lautsprecher kann auch als Powerbank verwendet werden. Hier ist nur der Standfuß und hier immer auf der Seite. Das wird der Bass sein und hier kommen die Höhen raus. Das heißt, bei dem Lautsprecher kommen die Höhen und Mitten nur hier vorne raus, die Bässe auf der Seite. Das heißt, es wird einen Unterschied machen, wie man ihn positioniert. Aber das Ding ist wirklich schwer, also das muss gut klingen. Schauen wir mal, ob Akku drinnen ist. Ja, es ist Akku drinnen. Sound Boost ist sofort aktiviert. Und er sucht auch schon eine Bluetooth-Verbindung. Ich habe ihn jetzt schon verbunden, es funktioniert alles. Ich habe noch nichts gehört, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich beginne jetzt mal bei 50% Lautstärke. Sollte schon sehr laut sein. Und das ist es auch. Ich stelle ihn mal hin. Ach du Schande. Man sieht richtig. Wahnsinn. Das war nicht volle Lautstärke. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist voll. Ach so. Okay. Wow. Wow. Lautstärke, Klarheit, Bässe. Wow. Nächstes Lied. So, wir sind wieder bei 50% ungefähr. Das klingt so klar, so unglaublich gut und so klar. Wahnsinn. Wahnsinn. 80%. Also ist. Ich brauche einfach noch ein Lied. Es ist 50%. Es ist 80%. Ich bin sprachlos. Ich bin echt sprachlos.
Es macht einen Unterschied, von wo man hört. Er ist aber so krass laut, dass in diesem Raum, er fühlt ihn, der Bass hat richtig Druck. Man spürt ihn sogar bei manchen Liedern ein bisschen. Das Licht ist, auch wenn ich kein großer Fan von so Lichter bin, an Lautsprechern, ist cool, ist okay, ist dezent, ist schön modern. Gott sei Dank leuchtet hier vorne drinnen nichts. Was ein bisschen fehlt dafür, dass ein mobiler Lautsprecher sein soll, irgendein Tragegurt oder so, also man kann ihn wirklich nur hinstellen. Vielleicht gibt es da irgendein Zubehörding, das habe ich noch nicht herausgefunden, aber soundmäßig habe ich in dieser Größe noch nichts Besseres gesehen. Er ist auch nicht übertrieben teuer oder so, also es überrascht mich wirklich. Nein, kann ich jedem blind empfehlen, dieses Ding. Wahnsinn. Na gut, ich werde jetzt sehr, sehr viel Musik hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.